Geschäftliches, persönliches. Die Zukunft erschien mir so klar, als ich alles nochmal durchlebte. Als ich den Moment meiner Abreise erreicht hatte, war das vorbei. Seitdem orientiere ich mich nur noch an dem Plan und den Visionen. Ich wusste, dass Jack zu mir kommt. Das hatte ich gesehen. Aber ich wusste nicht genau, warum oder wie es enden würde. Da ist er. Sie hatten recht. Meine Visionen der Zukunft sind nicht immer klar, aber sie lügen nicht. Apropos Lügen. Joyce sagt, er hätte die Zeitmaschine seines Bruders gefunden. Wir haben sie 17 Jahre lang gesucht und er findet sie in weniger als einem Tag? Klingt eher unwahrscheinlich. Und doch wissen wir, dass sie da draußen ist. Aber nicht, was ihm sein Bruder sagte. Wenn er die Maschine gefunden hat, würde er es Ihnen verraten? Ich vermute, dass er sie reinlegen will. Vielleicht, aber die Maschine ist da draußen. Und wir werden herausfinden müssen, wo. Wenn Jack es weiß, muss ich mit ihm reden. Ja, Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Quantum Break. Dr. Joyce hätte uns die Antwort auf diese Frage geben können. Williams Einstellung und Wissen haben ihn zu einer Gefahr gemacht. Wird dieser wütende junge Mann denn kooperativer als sein Bruder sein? Ihr Urteilsvermögen ist dadurch getrübt, dass Sie sich an Jack als einen guten Freund erinnern. Sie müssen Ihre Gefühle aber außen vor lassen. Das tue ich. Dann vergessen Sie nicht, weshalb wir hier sind. Nach allem, was geschehen ist, brauchen unsere Leute das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle haben. Sie sind derjenige, der Sie auf unsere Seite bringen kann. Ich kümmere mich um Joyce, damit Sie sich auf Ihre Rede konzentrieren können. Ich weiß, was hier auf dem Spiel steht, Martin. Die Villa war zwar etwas verschwenderisch, aber sie war nützlich für Events wie die Party. Und sie lenkte von unserem F&E-Labor in der Nähe ab. Geiler Ausblick, muss man doch mal sagen. Na? So, also wir sind wieder Paul. Mr. Joyce wartet unten auf uns. Ja, wir folgen jetzt Martin Hedge. Und dann schauen wir einfach mal. Geile Villa, da unten sind die Typen, die Jack Knarren rund ums Ohr halten. War ja ein kleiner Zeitsprung. Jack ist freiwillig zu uns gekommen. Und dann gucken wir mal. Und Martin Hedge sagte, wir sind zu emotional für den Chef von... Was macht das Zeug hier? Es sollte doch schon alles bereit sein. Wir sind im Zeitplan. Verlieren Sie sich nicht in Kleinigkeiten. Was heißt hier Kleinigkeiten, verflucht? Wir haben heute Abend hier eine Party zu laufen und hier stehen überall noch Geschenke und was weiß ich alles rum. Blinzeln Sie nicht mal. Wir sollten los. Ja, wir gehen ja schon. Ich möchte mich aber doch schon mal ein bisschen umsehen, dass ihr es immer so eilig habt in Spielen, weißt du? Da bist du ja. Ich wollte mir den Lebensstil der Kranken und Verräter einmal aus der Nähe ansehen. Und es war eine so nette Einladung. Wie wollen Sie das jetzt machen, Paul? Oh je. Wähle, ob du dich auf deine persönlichen Angelegenheiten oder den Auftrag konzentrieren willst. Ich könnte noch immer versuchen, Jack zu erreichen und ihn zur Vernunft zu bringen. Oder Hedge könnte sich um ihn kümmern, damit mich nichts von der Leitung Monarchs ablenkt. So, dann gucken wir uns mal an, was wir hier wählen können. Halten, um Persönliches zu zeigen. Ich bin in die Vergangenheit gereist und habe versucht, alles zu ändern. Beantworte mir diese Frage, Paul. Ich habe Jack mehr vertraut als sonst jemandem. Es war meine einzige Chance, ihm die Wahrheit zu erklären. Was soll das heißen? Niemand hat den Schützen gesehen. Aber wenn ich nicht dort wäre, um meine Rede zu halten, würde mein Imperium wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Okay, und jetzt gucken wir uns geschäftlich. Ich glaube fest, dass Hoffnung zu Fehleinschätzungen führt. Und wie wir beide nur zu gut wissen, Mr. Joyce, können Fehleinschätzungen schnell zu Katastrophen führen. Und damit bleiben mir nur Sie, Mr. Joyce. Aber mein alter Freund wäre ein hoffnungsloser Fall. Tot und begraben, zusammen mit dem Rest meiner Vergangenheit. Heute wird gefeiert. Gefeiert im Angesicht der Dunkelheit. Heute feiern wir, weil ich versprochen habe, dass wir bereit sind. Mit meiner Anwesenheit würde Monarch stärker werden. Der Plan würde sich wie vorgesehen entwickeln. Okay, also, wenn wir Persönliches wählen, Serene beschließt, sich auf seine Beziehung zu Jack zu konzentrieren und Monarch für den Moment sich selbst zu überlassen.
Oder geschäftlich, Serene beschließt, sich auf die Leitung von Monarch zu konzentrieren, anstatt Zeit mit Jack zu verschwenden. Schwierig, Leute, sehr, sehr schwierig. Schwierige Auswahl, meine Fresse. Ja. Nur ich glaube, wir haben in der ersten Live-Action-Episode uns ziemlich hart gezeigt. Ja. Und ich denke, wir sollten das auch weiterhin tun und sollten Persönliches beiseite schieben und uns weiterhin mit unserer Firma beschäftigen. Wir sind schon zu weit, um uns noch ablenken zu lassen. Reden Sie mit ihm, finden Sie raus, was er weiß. Dann werden Sie ihn los. Du hast so ein weiches Herz. Ich weiß, dass es für dich nur um uns beide geht, Jack. Aber das liegt alles in der Vergangenheit. Und ich habe eine Rede vorzubereiten. Ich habe gesehen, wo es hinführt. Ich war am Ende der Zeit und bin ihm entkommen. Bis ins Jahr 1999, wo alles begann. Ich habe versucht, etwas zu ändern. Aber durch den Versuch sind diese Dinge überhaupt erst passiert. Okay, Knotenpunkt 2 geschäftliches. Du hast beschlossen, dass sich Serene auf Monarchs Auftrag konzentrieren soll und 45% der Community stimmen deiner Wahl zu. Also, naja, gucken wir mal. Die Zeit löst sich auf. Irgendwie hat sich Monarch die ganze Zeit darauf vorbereitet. Es gibt da etwas. Sie nennen es Rettungsboot-Protokoll. Und das kann uns retten, zumindest ein paar von uns. Sie repräsentieren Monarch schon seit vielen Jahren, Martin. Aber lassen Sie mich eins klarstellen. Es ist immer noch mein Schiff. Aber Sie denken nicht klar. Sie brauchen Ihre Medikamente. Bist du hin? Ich. Auf eine Party. Wir könnten ja zusammen hin. Was wollen Sie von mir? Jeden, der Monarch belasten kann. Fick dich. Nein! Wir haben endgültig den Kontakt zu Jack Joyce verloren. Sie müssen ihn finden. Richter! Sofort! Liam, das ist nicht, wonach es aussieht. Nein! Nein! Er ist fort! Alle Sicherheitskräfte, Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Live-Action-Episode. Sich ausbreitende Wellen. Sie verlieren ihre Wirksamkeit. Die sind okay. Nein, ich muss etwas Neues entwickeln. Du solltest heute Abend ausspannen. Du arbeitest doch so schon viel zu viel. Ich habe ein paar Tests gemacht. Zu den temporalen Anomalien. Sie werden immer häufiger und dauern länger an. Die hören auf, das sagte ich doch. Du musst in Betracht ziehen, dass du womöglich falsch interpretierst, was du... Es ist nicht falsch. Ich muss mich auf meine Rede vorbereiten. Sophia, mach dir nicht so viele Gedanken. Du hast noch gar nichts getrunken.
Ich bin einfach nicht in der Stimmung, etwas zu trinken. Oh. Harter Tag? Ja. Ja, meine auch. Wie kommt's? Ich sitze auch nicht den ganzen Tag nur rum. Also ehrlich. Mhm. Wir hatten, also es gab ein paar interne Probleme. Interne Probleme? Mhm. Und jetzt lässt du mich einfach hängen? Oh ja, es sind interne. Charlie. Okay. Ich habe geholfen, einen Verräter zu fangen. Ein Verräter? Gab es deshalb diesen ganzen Aufruhr heute? Ja, das war ich. Wer war es? Ich meine... Wer war es? Du fragst, wer es war? Ja. Ich kann nicht hier... Was? Es ist mir nicht gestattet, darüber zu sprechen. Und du hast damit angefangen. Ein richtiges Monarch-Drama. Ja. Was? Ja, ich schätze, da muss ich dich leider wieder hängen lassen. Und zwar diesmal wirklich. Naja, ich hatte nur gedacht, du würdest es mir erzählen wollen. Nun, ich mach mich mal frisch. Also, lass ich dich hier hängen. Wirklich. Okay. Geh feiern. Ja. Trink ein bisschen. Okay, alles klar. Also warum manchmal Untertitel da sind und warum manchmal nicht, weiß ich nicht. Ja? Ich hätte es eigentlich gerne in der Serie weg, aber naja. Was hat die für Probleme? Die ist doch geil auf Charlie, oder? Grillen zirpen. Okay. Danke für die Waffe. Dr. Emerald? Martin, ich brauche Ihre Hilfe. Auf Sie hört er. Paul. Ist das so? Ich glaube, wir haben Probleme, aber er versteht das nicht. Er weigert sich. Ich wüsste nicht, warum. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich weiß, dass Ihnen Monarch wichtig ist und wie es mit uns weitergeht. Und wenn wir den Nullzustand erreichen, müssen wir etwas tun. Und was könnten wir tun? Sie wissen, was wir tun können. Wissen Sie, Sophia, es geht gar nicht so sehr darum, ob Paul auf mich hören wird, sondern dass ich nicht auf Sie höre. Ich finde Ihre Vorgehensweise eher kontraproduktiv. Sie stecken Paul mit Ihrer ständigen Panikmache an und lenken ihn mit hohlen Weltuntergangsszenarien ab, um ehrlich zu sein. Ich bereue den Tag, an dem er Ihnen auch nur einen Funken Verantwortung übertragen hat. Denn, wie Sie sagten, ist mir Monarch äußerst wichtig. Was hat Sie nur derart verängstigt, Martin? Vielleicht das Ende der Zeit. Oh. Wirke ich verängstigt auf Sie? Nicht wirklich, eher bedrohlich. Was geht hier vor? Gar nichts. Wir haben uns nur nett unterhalten. Sie sollten sich auf Ihre Rede vorbereiten. Schönen Abend noch, Doktor. Puh, harter Stoff, Leute.
Hey, du bist Crocker, oder? Hey, Crocker! Crocker! Ich muss echt dringend kacken. Scheiße, komm schon, Croc! Crocker! Crocker! Komm schon, Crocker! Oh mein Gott. Oh. Da vorne. Die Frau da mit der Halskette. Ich setze mein Geld auf sie. Mhm. Gute Wahl. Ja. Ich muss mich für unseren Ryan Gosling entscheiden, da drüben bei George Clooney. Checke Manschettenknöpfe. Redet über Aktien. Ja. Richard, wo zum Teufel bist du gewesen? Ich hatte meine Einladung nicht. Oh mein Gott, immer verlierst du alles. Ich habe überhaupt nichts verloren. Drama. Ja. Wow. Oh oh, da, sie holt's raus. Oh nein. Bäm, ich sag's doch. Nein. Warum verliere ich bloß immer? Du schuldest mir ein Schwert. Ich glaube, ich krieg ein Schwert. Ich kann nicht Nein, mehr. Regeln sind Regeln. Regeln sind Regeln. Wir machen das ja nicht zum Spaß. Du schuldest mir ein Schwert. Okay. Okay, ich mach's. Ich Oliven hasse. Du schaffst das, Mann. Du Danke schaffst für die das. Wer sagt's denn? Danke. Ich wünschte nur, ich würde nicht immer verlieren. Lust auf einen Spaziergang? Ja. Okay. Tja, so läuft das wohl auf Partys. Klar. Ich nehme mein Schwert mit. Ich nehme meins auch mit. Crocker, 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 Crocker. Hör mal, hey, Kumpel, Crocker. Crocker, Croc. Berg! Crocker, hey, Kumpel. Hey, hey, Berg. Hey. Hör mal. Wenn ich da reinkommen muss, wirst du es bereuen. Hör mal, das ist alles nur ein beschissenes Missverständnis. Morgen bin ich hier wieder raus. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Ich sorge dafür, dass du befördert wirst. Ich will dir doch nichts. Ich muss einfach nur furchtbar dringend scheißen. Geh an die Rückwand. Fuck, danke, Mann. Ich schulde dir was. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Oh Mann, danke. Klappe! Geh langsam rückwärts. Yep. Oder so. Fuck. Das macht dir nichts aus, dass wir gegangen sind, oder? Ich war ja von Anfang an nicht besonders scharf drauf. Okay, warum warst du denn da? Ich glaube, jemand hat mich gezwungen. Ha, ja. Was zum Teufel ist das? Sieht aus wie ein Dinosaurier mit Helm. Ja, genau so sieht es aus. Wo sind wir hier eigentlich? Dürfen wir überhaupt hier sein? Ja, bestimmt. Okay, dann ist gut. Und was hättest du heute Abend gemacht, wenn du nicht hier wärst? Was, wenn ich dich mit dir zur Party gegangen will? Ja. Dann hätte ich all meine zahllosen anderen Pläne abgesagt. Oh. Und würde vermutlich arbeiten. Kann es sein, dass du ein bisschen zu viel arbeitest? Ja, aber... Antwort. Oh nein, ich meine, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Keine Ahnung. Ich bin gern voll eingespannt. Ja. Gib mir das Gefühl, gebraucht zu werden. Du arbeitest auch ziemlich viel. Eigentlich bist du auch fast immer da, wenn ich da bin. Also meinst du nicht, dass du auch zu viel arbeitest? Vielleicht. Ich weiß nicht. Naja, ich denke vielleicht schon. Ich arbeite gern. Kein Schritt weiter! Ach du Scheiße! Du kleiner Pisser! Hey, warte! Du hättest mich nur ins Standortlabor lassen müssen. Du hast dich gegen Monarch gewendet. Was sollte ich denn tun? Du hast nicht die geringste Ahnung, was hier los ist, oder? Ich muss in das Labor. Da drin ist was ich brauche.
Das Rettungsboot-Protokoll. Was? Sie arbeiten mit Beth Wilder zusammen. Ich habe sie schon mal gesehen. Sie kennen sie? Ihretwegen bin ich hier. Ja, Charlie, so ist es, wenn man von allen verarscht wird. Ganz neue Wendung. Ist die Waffe wirklich nötig? Ja. Na los, beeil dich. Geht's auch etwas freundlicher. Wir müssen hier hoch. Oh, ja. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Ich schätze, ihr schafft das nicht allein. Ich habe ein Talent für sowas. Mhm. Schön, dass ihr es zu schätzen wisst. Nichts zu danken. Ist das das? Geschädigte Lebensform. Äußerst feindselig. Hab nur davon gehört. Lebensform? Es ist Dr. Kim. Boah. Und das passiert mit Paul. Wissen Sie, wer ich bin? Ja. Martin Hatch, Pauls Sohn. Andere Hälfte. Was bitte soll das bedeuten? Ich sorge für Monarchs Wohlergehen. Meist den Angelegenheiten, die Paul für unwichtig hält. Sie sind sein Assistent? Es steckt schon etwas mehr dahinter. Klingt aber nicht so. Nun, ich könnte Ihnen mein Beileid für Ihren Bruder aussprechen und, Sie könnten sagen, leck mich. Ich könnte sagen, dass Paul nicht will, dass Ihnen dasselbe passiert und Sie könnten sagen, leck mich. Oder ich könnte betonen, dass es zwischen Paul und mir gewisse Unterschiede gibt. Paul ist, er ist immer noch voller Hoffnung für diese Welt, wohingegen ich die Sache realistischer sehe. Das Problem ist, ich glaube fest, dass Hoffnung zu Fehleinschätzungen führt. Und wie wir beide nur zu gut wissen, Mr. Joyce, können Fehleinschätzungen schnell zu Katastrophen führen. Paul ist ein sehr gefährlicher Mann. Quasi ein Fanatiker.
Und es wird alles immer nur schlimmer, wenn wir ihn gewähren lassen. Was? Und da bleiben mir nur Sie, Mr. Joyce. Vielleicht finden wir beide einen gemeinsamen Nenner. Alter, wie geil. Wer war das? Er war mein Mentor. Erst am College und dann hier bei Monarch. Es ging mir nicht wirklich gut und er hat mir geholfen. Ich hab's irgendwie. Es sind Phantomdateien. Die Reste einer Massenlöschung. Jemand war hier. Wir haben einen Kronon-Feldregulator. Warte, Moment. Ach du Scheiße. Das ist Dr. Emeralds Bericht. Was ist los? Die Anomalien, sie treten immer häufiger auf. Was für Anomalien? Je häufiger diese Anomalien auftreten, desto deutlicher weist das auf einen Riss hin. Okay, und was für ein Riss? In der Zeit. Ein Nullzustand. Sie hält an und sie startet nicht wieder. Und das Rettungsbootprotokoll könnte uns retten. Ich weiß es nicht. Aber der Kronon-Feldregulator ist das Herz von Monarchs Zeittechnologie. Alles hängt von ihm ab. Und er hat auch mit dem Rettungsboot zu tun. Oh oh. Scheiße, wir sind aufgeflogen. Wir müssen hier raus. Moment. Schnell. Hier lang, Charlie, komm. Warum nehmen wir den Kerl mit? Nein! Nein, nicht weiter! Sonst ergeht's dir wie eh. Fiona! Das Labor ist abgeschirmt. Bleib hier! Abgeschirmt, wo willst du hin? Da waren Kronon-Schutzanzüge, die brauchen wir! Ja, genau. Alter, ist das geil. Ja? Ende von Episode 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja? Und ihr seid beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Quantum Break, wieder mit dabei. Ja? Wenn wir in diesem herrlichen, spannenden Spiel weitermachen. Ja?
Wenn dem so ist, lasst dem Video gern 5 dicke Daumen nach oben da. Ich bin der Thorsten von Thor Summer Gaming und ich sag, macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann.